Heute geht es um das Thema Corona-Mobbing. Was ist das? Was fällt darunter? Und wie kannst du dich als Arbeitnehmer so schützen, dass du möglichst nicht zwischen die Fronten gerätst? Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht, berichte hier auf dem schwerpunktmäßig Arbeitsrechtskanal ja auch schon von Anfang an über Corona. Und mir kommen auch immer mehr Fälle aus der Praxis zu Ohren. Und ich möchte heute mal das Thema Corona-Mobbing, so nenne ich es, mit euch ansprechen, dass es in verschiedensten Fallgestaltungen mittlerweile gibt. Ich erkläre euch zunächst, welche Fallgestalten mir hier schwerpunktmäßig unter die Flinte vor die Flinte gekommen sind. Und ich sage euch dann, wie ihr euch in solchen Situationen am besten verhaltet. Am Ende gebe ich Tipps, insbesondere für die Arbeitnehmer, wie sie sich in solchen Situationen verhalten. Wenn dich das Ganze interessiert, abonniere gern den Kanal. Ich freue mich immer über gute Bewertungen und auch darüber, wenn du mir in den Kommentaren deine Beobachtung mitteilst. Warst du vielleicht selber schon im Corona-Mobbing beteiligt, vielleicht als Mobber? Das interessiert mich auch immer, die Täterseite, weil du dich über irgendetwas sehr stark geärgert hast und dir deine Verhaltensweisen entglitten sind, aber vor allen Dingen auch, wenn du selbst Opfer einer solchen Situation warst. Schilder es gern anonym in den Kommentaren. Ich werde euch jetzt erstmal die aus meiner Sicht bedeutendsten drei Fallgruppen sagen. Die eine Fallgruppe ist die, ich nenne sie mal der fehlenden Information. Also ihr habt in irgendeiner Weise bei euch selbst in der Familie oder in eurem privaten Umfeld eine Corona-Infektion und teilt die dem Arbeitgeber bzw. den Kollegen nicht mit. Und es kommt dann, wie es kommen muss, das Gesundheitsamt informiert und ihr wart aber noch weiter, ohne etwas zu sagen, im Unternehmen und andere Kollegen oder Vorgesetzte, die sehr ängstlich sind, die sagen jetzt, warum hast du uns nicht Bescheid gesagt, dass ja, du gefährdest hier alle und so weiter. Das ist so diese Gruppe. Ja? Ihr seid quasi im Visier, weil ihr nicht vorsichtig genug wart. Ihr habt gesagt, vielleicht, ich muss ja dem Arbeitgeber gar nicht zu meinen Erkrankungsursachen irgendetwas sagen. Oder ihr habt gesagt, ich habe einen milden Verlauf oder wenig Symptome. Oder ich bin gar nicht krank, ist ja nur jemand aus meinem Umfeld und habe deswegen nichts gesagt. Das ist so das eine Ding. Die zweite Gruppe ist die, ihr habt es gesagt, ich habe Corona und beziehungsweise ich habe in meinem Umfeld Corona und ihr habt euch dann nicht so verhalten oder musstet euch auch nicht so verhalten, wie es eure Kollegen oder eurer Vorgesetzter meint und deswegen seid ihr ins Visier gekommen. Ja, weil ihr zum Beispiel nicht unter Quarantäne seid, weiter zur Arbeit gegangen seid und der Kollegen oder der Arbeitgeber, meistens sind es dann die Kollegen, das nicht richtig fanden. So die zweite Gruppe. Die dritte Gruppe sind alle die, die aus irgendwelchen Gründen die Maske nicht tragen können oder auch wollen oder mit den Maßnahmen nicht einverstanden sind und dagegen Stimmung machen oder also ich sag mal, sogar Corona leugnen. Ja? Also es gibt da ganz verschiedene Gruppen. Ich will die auch nicht in einen Topf werfen, aber von Corona-Maßnahmen-Kritiker bis zu Corona-Leugnern, die sagen, das ist eine normale Grippe, die auch diese Gruppen sind bei der Arbeit, so meine Beobachtung, einem verstärkten Mobbing-Risiko ausgesetzt. Weil anders eben anders sehen und sagen, ja, mit dem will ich nichts zu tun haben oder eben sich durch bestimmte Verhaltensweisen, weil man keine Maske aufsetzt, eben besonders gefährdet finden. Die nächste Gruppe sind die, die besonders ängstlich und vorsichtig sind und sich über eine Arbeitsunfähigkeit also außerhalb des Betriebes in die Sicherheitszone zu Hause retten, ja, also die zum Arzt gehen, sich krank schreiben lassen, simpel gesagt, und wo die Kollegen glauben, dass das nur vorgeschoben ist. Entweder, weil sie sich einen Lenz machen wollen oder weil sie eben hypermäßig viel Angst haben und die Kollegen sind natürlich sauer, weil sie die Arbeit mitmachen müssen, der Chef häufig auch. Das ist so diese Gruppe noch, die man da noch so hat. Und in all diesen Fällen ist Corona entweder ein
zusätzlicher Faktor für Mobbing, was vorher schon bestand. Die Leute waren vorher schon im Visier. Oder es ist der Auslöser, und das kann man noch gar nicht absehen, wo das noch hinführt, dass jemand zum Beispiel das schwarze Schaf wird. Guckt euch gern das Video zum schwarzen Schaf an. Ihr werdet euch da vielleicht ein bisschen wiedererkennen. Oder dass jemand zwar nicht zum schwarzen Schaf wird, aber sich das weiter in eine Richtung, in eine Mobbing-Richtung hochschaukelt. Das wird in den nächsten Monaten bei vielen noch verstärkt passieren. Das ist sozusagen der Keim gelegt. Wie geht ihr am besten mit solchen Situationen um? Zunächst einmal werde ich euch nachher nochmal einen Tipp geben, wenn es schon zu Mobbing gekommen ist, was ihr dann macht. Aber um es vielleicht von vornherein im Keim zu ersticken oder zu verhindern, erstens Kommunikation. Redet, redet, redet. Zweitens wendet euch an die innerbetrieblichen Ansprechpartner wie Vorgesetzter, Betriebsrat. Vielleicht gibt es eine Mobbingstelle, vielleicht gibt es eine Schwerbehindertenvertretung, wenn ihr zum Beispiel besonders gefährdet seid aufgrund bestimmter Erkrankungen und schwerbehindert seid, wendet euch an diese Stellen und versucht über Kommunikation aus dieser Ecke herauszukommen, Verständnis zu finden. Ihr müsst immer abwägen zwischen eurem Gesundheitszustand und einer möglichen Verschlechterung und ja, der Missachtung oder dem Missfallen eurer Kollegen oder eures Vorgesetzten. Das kann ich euch nicht abnehmen, das muss man sich im Einzelfall angucken. Manchem ist auch sowieso alles egal, aber mit dieser Einstellung wäre ich vorsichtig, denn es gibt dann doch meistens in Mobbing-Situationen irgendwann den Punkt, wo man einem die Sache entgleitet und wo man dann doch nicht mehr cool genug dafür ist. Ja? Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, während den Anfängen. Auf jeden Fall gibt es gleich im Arbeitnehmertipp noch Informationen dazu, wie man sich verhält, wenn es schon ein Mobbing-Vorgang ist, wenn man wirklich sagt, ja, ich werde hier gemobbt. Wenn du Mobbing entweder dir nicht sicher bist, ob das schon Mobbing ist, oder wenn du ganz klar sagst, ich bin hier Mobbing ausgesetzt, dann empfehle ich dir als erstes sofort ein Mobbing-Tagebuch zu führen. Schreib alles auf. Wann passiert was? Wer macht was? Ja, gerade bei den Anfängen ist das oft wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wo kommt das her? Auch wenn man das Ganze dann angehen will mit Profis, ist das wichtig, sich genau anzugucken, ja, wo ging das Feuer los? Und was sind dann nur Mitläufer, die vielleicht mitmachen, Kollegen, die einfach ja, mitmobben? Und wo sind die Ursachen, wo sind die eigentlichen Triebkräfte? Und wo sind vielleicht auch die Anlässe, wo man sich selbst nicht optimal verhalten hat? Ohnehin, wenn du wegen Mobbing rechtlich vorgehen willst, zum Beispiel durch Unterlassungsklage, Schmerzensgeld, Schadensersatz, brauchst du ein Mobbingprotokoll. Also wenn ich zum Beispiel Leute vertrete, frage ich immer erst nach dem Mobbingprotokoll und gucke, ob das überhaupt Sinn macht. Ja? Und aber auch, wenn man dich kündigt, weil du zum Beispiel Fehler machst oder krank bist wegen Mobbings, in all diesen Fällen wirst du dich mit dem Mobbing verteidigen vor Gericht. Du wirst eine Kündigungsschutzklage machen und wirst dich damit Mobbing verteidigen. Auch da brauchst du ein Mobbing-Tagebuch. Ja? Also wichtigster Rat, führe ein Mobbing-Tagebuch. Und nächster Rat, suche dir professionelle Hilfe. Es gibt viele Anlaufstellen für Mobbing-Opfer. Und gegebenenfalls sprich auch mit einem Anwalt, welche Schritte zu tun sind. Handlungsbedarf ist auf jeden Fall da, wenn eine Kündigung kommt. In diesem Fall kannst du die kostenlose telefonische Erstberatung von mir nutzen, mit mir über deine Kündigung sprechen und die Erfolgsaussichten, wenn der Kündigung Mobbing vorangegangen ist, dann sind die Erfolgsaussichten besonders gut. Wenn das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet, sind sie sowieso immer gut, aber in solchen Mobbingfällen sind sie besonders gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen hoch, abonniere gerne den Kanal und schreib mir deine Erfahrung mit Mobbing in die Kommentare. Tschüss!